Hallo YouTube, hallo Welt, willkommen zu meinem neuen Video. Heute nochmal das Thema Renault 19, was man alles tun kann, wenn er nicht anspringt. Achtet mal bitte auf dieses Symbol, Batteriezeichen, das leuchtet, die Ölkontrolllampe leuchtet, wenn man die Zündung einschaltet. Und wir befassen uns heute damit, was man alles tun kann, wenn er nicht anspringt. Gebaut ist er, also ich zeige jetzt mal kurz das, woran es schon mal nicht liegt. So, Batterie ist da, also liegt es schon mal nicht an der Batterie und nicht am Anlasser. Welche Schritte kommen als nächstes? Als nächstes kommt, ist Benzin am Motor vorhanden? Also fördert die Benzinpumpe Benzin zum Motor. Dazu steige ich jetzt mal aus und wir sehen uns am Motor wieder. So, am Motor angekommen. Hätten wir hier das vordere Domlager mit Federbein und diese Leitung ist die kommende Leitung, also quasi die an der 1,8er Maschine hinterm Zahnriemen. Das wäre die kommende Leitung, die schraubt er ab und da muss, wenn er die Zündung anmacht, hier Benzin rauskommen. Das ist die, der pumpt einfach vor, dass er den Benzindruck da hat. Und wenn das der Fall ist, dann können wir die Benzinpumpe ausschließen. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr mal die Benzinpumpe oder das Benzinpumpenrelais, was bei mir der Fall war, das hat einfach gehangen und die Benzinpumpe nicht angesteuert. Also Benzinpumpenrelais und Benzinpumpe prüfen. So, dann gehen wir hier rum. Dann kontrolliert ihr die vier Zündkerzen durch. Oder wenn ihr einen Verdacht habt, dass die Zündspule defekt ist, einfach mal hier am Zündverteiler das Kabel hier, das in der Mitte rausziehen. Ich zeige es mal hier. Das. In der Mitte rausziehen, eine Zündkerze reinmachen und einfach auf Masse halten und da muss dann Funke kommen. Bei der Gelegenheit könnt ihr gleich mal einen Zündverteiler abschrauben und da das vergeierte Zeug rausmachen. Es kann sein, dass man auch, wenn man zu wenig Kühlwasser drin hat, dass er einfach nicht anspringt. Oder sehr schlecht. Dann gucken wir mal rein. Aber sieht gut aus. Wie gesagt, da ist ja auch, da funktioniert ja. Also das Benzinpumpenrelais wäre in diesem Kasten, also unterm linken vorderen Domlager oder Federbein ist da dieser Kasten hier, das Benzinpumpenrelais verbaut. Dann wäre noch so eine Geschichte Luft, stimmt die ganze Luftansaugeinheit und so, einfach mal mit Feuerzeuggas hier einspritzen, dann müsst ihr eigentlich auch starten. Oder mit Starthilfespray. Und das war's eigentlich schon. Also nochmal ein kleiner Rückblick. Wir haben, warum ein Auto nicht anspringt, kann folgende Ursachen haben. Zum einen Batterie, Anlasser, Benzinpumpe, Benzinpumpenrelais, Zündung und Ansaugeinheit. Wer die Sachen alle mal durchkontrolliert, dürfte eigentlich keine Probleme haben, sein Auto wieder zum Starten zu bekommen. So, probieren wir das nochmal. Also Zündung, warten bis die Benzinpumpe vorgepumpt hat und da ist er. Na? Also viel Spaß beim Nachbasteln. Oder beim, wenn es nicht geht, überhaupt basteln. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und es würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder nützliche Infos zur Reparatur oder zum Spaß oder zu sonstigen Videos gibt.